Das alte Haus von Rocky Doki hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Doki. So hat man ihn gekannt. Der Hillbilly und Schlagersänger Bruce Lowe. Wenn er nicht schon gestorben wäre, dann könnte er heute seinen 90. Geburtstag feiern. Der Bruce Lowe hat als Sohn von einem holländischen Missionar den grössten Teil von seiner Jugendzeit in einer holländischen Kolonie zu Guyana in Südamerika gelebt. Später ist er dann zurück auf Holland und hat dort ein Sportstudium angefangen. Aber wegen einem Sportunfall hat er dann den Beruf wechseln. Der Bruce Lowe, der eigentlich Ernst Bielke geheissen hat, hat auf Musik umgesattelt. Er ist auf Berlin gegangen und hat dort Musik studiert. Weil sich aber die politische Situation kurz vor dem Zweiten Weltkrieg immer mehr zugespitzt hat, ist der Bruce Lowe dann wieder zurück auf Holland gegangen. Dort hat er im holländischen Kammerchor gesungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, man glaubt es fast nicht, wechselt der Klassiker in die Unterhaltungsbranche. Von jetzt an singt er Hillbilly und Gospel-Songs. Der Bruce hat man an Galenveranstaltungen können erleben und er war auch im Radio zu hören gewesen. Manches von seinen Liedern hat es dann auch in die Hitparade geschafft. In den 50er Jahren haben die Schlagerstars wie zum Beispiel der Peter Kraus, Connie Francis und der Peter Alexander einen richtigen Boom mit deutsch gesungenen Liedern in Gang gebracht. Das hat auch der Bruce Lowe realisiert und hat seine Lieder auch auf Deutsch gesungen. In seiner Zeit hat er Hits gehabt wie zum Beispiel «So viel Wind und keine Segel», «Tabak und Rum» und der legendäre Song «Das alte Haus von Rocky Doki». Gegen Ende der 50er Jahre ist es ruhiger geworden um den Bruce und er ist langsam aber sicher in der Versenkung verschwunden. Aber plötzlich, anfangs der 70er Jahre, ist er wieder voll im Geschäft. Demal aber vor allem mit Liedern, die tiefsinnige religiöse Texte zum Inhalt hatten. Zum Beispiel hat Bruce Lowe mit viel Humor die biblische Geschichte vom Noah und dem Bau der Arche erzählt. Auch die Sprachverwirrung, die die Menschen beim monumentalen Turmbau von Babel getroffen hat, greift er im Lied auf, die Legende von Babylon. Aber eines von seinen interessantesten Liedern ist das Kartenspiel gewesen. In dem Lied beschreibt der Bruce nämlich eine Begegnung, die er mit einem geheimnisvollen Kartenspieler gehabt hat, und das erst noch in einer Kirche hinein. Der hat ihm an dem ungewöhnlichen Ort die biblische Bedeutung von jeder einzelnen Jasskarte erklärt. Das Kartenspiel ist zwar ein Lied, das schon 25 Jahre alt ist, aber auch heute noch manchem Pfarrer könnte einen Kick für eine gute Predigt geben.